Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Nach einer stürmischen Nacht im Allgäu ein ganz besonders herzliches Willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten heute am Dienstag. Auch heute waren meine Kollegen im Allgäu unterwegs und haben diese Themen für Sie mitgebracht. Arbeitslosenzahlen auf 20-Jahrestief. Quote im Allgäu sinkt auf 2,2%. Vorteile für Vater und Kind. Projekt unterstützt inhaftierte Väter und Hochsaison für Wildunfälle. Eine Handy-App soll helfen. Die Meldungen für Arbeitslose und Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz könnten besser kaum sein. Im Allgäu ist die Quote auf den niedrigsten Wert der letzten 20 Jahre gefallen. Und auch auf dem Ausbildungsmarkt können sich die Jugendlichen die Stellen praktisch aussuchen. Die genauen Zahlen für das Allgäu sind heute in Kempten vorgestellt worden. Goldener Oktober. Mit diesem Begriff hat Maria Amtmann, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, die Arbeitslosenzahlen auf den Punkt gebracht. Demnach sank die Arbeitslosenquote im Allgäu auf 2,2%. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders bemerkenswert: Mit dem Unterallgäu, dem Oberallgäu und dem Ostallgäu haben bei der Quote gleich drei der vier Allgäuer Landkreise eine 1 vor dem Komma stehen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich ausgesprochen positiv jetzt wieder im Herbst. Den leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen, der typisch ist für die Sommermonate, der hat sich jetzt wieder relativiert. Die Arbeitslosenzahlen sind noch mal deutlich nach unten gegangen. Auch im Vergleich zum letzten Jahr haben wir noch mal 500 Arbeitslose abbauen können. Wir haben jetzt eine, man kann sagen, Traumquote von 2,2% bei der Arbeitslosigkeit. Das ist eine extrem niedrige Quote und da freuen wir uns sehr darüber. Von der Entwicklung profitieren unter anderem ältere und auch langzeitarbeitslose Menschen. Aber eben auch Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, haben sehr gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Stichwort Fachkräftemangel. Viele Betriebe suchen händeringend Fachkräfte und sind dafür bereit, auch sehr frühzeitig ihre Ausbildungsverträge zu schließen. Qualität in der Ausbildung ist das Ziel und die frühzeitige Bindung der Jugendlichen an das Unternehmen. Das ist die Strategie und die Betriebe arbeiten mit uns gemeinsam daran. Das heißt, es geht nicht nur darum, Jugendliche für eine Ausbildung zu finden, sondern sie auch an das Unternehmen zu binden, emotional wie fachlich. Möglich sei das beispielsweise durch Praktika oder Angebote wie Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz. Gründe, weshalb die Fachkräfte der Wirtschaft derzeit fehlen, gäbe es viele, so die Vertreter der Kammern. Man bildet ja immer auch so ein Stück weit auf Sicht aus. Also welche Fachkräfte brauche ich perspektivisch? Und aktuell stellen immer mehr Unternehmen eben fest, dass ihnen die Fachkräfte fehlen und die bilden wirklich aus, um ihre eigenen Fachkräfte sicherzustellen und sie frühzeitig an sich zu binden. Die Betriebe haben nicht zu wenig ausgebildet. Es ist der demografische Wandel, der sich niederschlägt. Das heißt, es gibt immer weniger junge Menschen und im Vergleich dazu sehr viel ältere Menschen. Und diese weniger junge Menschen haben die Wahl. Auf welche Ausbildungsstelle die Wahl fällt, dafür ist die Arbeitsatmosphäre wichtiger als das Geld, so Maria Amtmann. Eine Chance auch für kleinere und mittlere Betriebe, die sich bei der Suche nach Auszubildenden schwerer tun als große und bekannte Firmen. Es soll ein gutes Betriebsklima vorhanden sein. Man möchte natürlich auch eine gute Bezahlung haben. Also die Möglichkeiten für die Jugendlichen, aber auch vielleicht die Ansprüche der Jugendlichen steigen zunehmend. Es macht es für die Arbeitgeber natürlich schwieriger, überhaupt einen Azubi zu erhalten. Da steht da in großer Konkurrenz. Und man muss sicherlich auch von Seiten der Betriebe, um überhaupt einen ausbildungswilligen Jugendlichen zu erhalten, dann auch Abstriche bei den Anforderungen vornehmen. Auf der anderen Seite haben wir zunehmend oder nach wie vor diesen Akademisierungstrend. Das heißt, viele Jugendliche streben eine möglichst hohe Schulbildung oder auch ein Studium danach an. Die stehen dann auch nicht für eine duale Ausbildung zur Verfügung.
Auf der anderen Seite, wenn man eben die Bedürfnisse der Industrie oder der Wirtschaft sieht, haben wir einen Mangel an den nicht-akademischen Fachkräften. In absoluten Zahlen für das Allgäu heißt das insgesamt, noch 600 freien Ausbildungsstellen stehen aktuell 57 junge Menschen gegenüber, die noch einen Platz suchen. Gute Chancen für Sie also, in den nächsten Tagen oder Wochen doch noch einen Platz ergattern zu können. In der vergangenen Nacht hat es im Allgäu richtig gestürmt. Im Ostallgäu musste deshalb die Polizei mehrmals zu Sturm- und Unwetterschäden ausrücken. Hauptsächlich wurden schwere Äste abgerissen und lagen auf der Straße. Zusammen mit der Feuerwehr wurden diese beseitigt. In Schwangau war der Sturm sogar so stark, dass es Ziegel von Dächern riss und an einem Campingplatz wurden mehrere Autos von herumfliegenden Campinggegenständen beschädigt. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Wegen des Sturms kam es auch zu einem Unfall auf der Ortsumfahrung Füssen. Ein 71-jähriger Urlauber war mit seinem VW-Bus und Anhänger unterwegs, als der Sturm seinen Anhänger umwarf. Es entstand nur ein kleiner Sachschaden, aber wie sich herausstellte, war der Anhänger nicht zugelassen und darum erwartet den Fahrer jetzt eine Strafanzeige. Ob es so windig bleibt und was sonst noch so passiert ist, das sehen Sie gleich in Allgäu TV Kompakt mit dem Wetterbericht. Erleben Sie eines der schönsten Auktionshäuser Süddeutschlands. Kunst, Antiquitäten und Raritäten auf über 1000 Quadratmetern. Ihr kompetenter Partner beim Kauf und Verkauf Ihrer Schätze. Ein Einkaufserlebnis der anderen Art in einem stilvollen Ambiente. Allgäuer Auktionshaus Kühling. Das Kunst- und Antiquitätenhaus im Allgäu. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Glücksspirale Sonderauslosung am 10. November. 200 mal 10.000 Euro extra. All-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. Das ist die Andechser Natur. Verantwortungsvoll damit umgehen heißt für uns biologisch wirtschaften. Dafür strengen wir uns an. Wir gönnen unserem Bio-Joghurt dreimal mehr Zeit zum Reifen. Für dreimal mehr Geschmack. Probieren Sie! Mit jedem CW-Fotobuch, das ich dir schenke, möchte ich dir sagen, dass ich unheimlich stolz bin, an deiner Seite zu sein. Und dass ich einfach will, dass es immer so bleibt. Marlene ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ein CW-Fotobuch ist für mich ein sehr starker Liebesbeweis. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Abgefahren. Mit dem Schulbus unterwegs. Immer an anderen Orten und Schulen und jeden dritten Mittwoch im Monat bei Allgäu TV. Abgefahren ist Ihr Magazin rund um das Thema Schule. Mehr Infos unter allgäu.tv. Verschenken Sie einen Adventskalender von CW mit eigenem Foto. Wir bauen auf Holz, mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Tracht, stets das besondere Lebensgefühl. Waffenbeer, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Und das sind die Kurznachrichten am Dienstag. In einer Schule in Marktoberdorf war Kalium gefunden worden. Ein Lehrer hatte die Polizei über den Fund der Chemikalie informiert. Es hatte schon einige Jahre in einem abgesperrten Bereich gelagert und war zu Schulungszwecken beschafft worden.
Dort stellte es keine Gefahr dar, jetzt musste es aber vernichtet werden, da von Experten der technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes eine Explosion nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Kalium nun zur Vernichtung weggefahren. Dazu wurde es auf ein Fahrzeug der Straßenmeisterei verladen. Zum Transport musste die Strecke dann gesperrt werden. Es wurde in einem Kieswerk gesprengt. Halle brennt aus. In der Nacht ist eine landwirtschaftliche Halle in Ruderatshofen im Landkreis Ostallgäu abgebrannt. Dabei starben 15 Kälber und 7 Kühe. Gegen 1.30 Uhr hatte ein Anwohner das Feuer gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude aber schon in Vollbrand. Rund 100 Feuerwehreinsatzkräfte konnten verhindern, dass es auf das angrenzende Gebäude übergreift. Aber wegen des starken Funkenflugs mussten 2 Wohnhäuser gegenübergeräumt werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 300.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst Memmingen noch in der Nacht aufgenommen. Sie werden heute von der Kripo Kempten weitergeführt. Auch bei ISNI war gestern ein Feuer ausgebrochen. Rund 60 Feuerwehrler waren bei dem Brand im Ökonomiegebäude eines Bauernhofs in Dürrenbach im Einsatz. Nach ersten Informationen war ein Heustock im Stall in Brand geraten. Die Helfer konnten 30 Rinder retten. Eine Anwohnerin wurde allerdings leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Neuer Versuch. Center Parks Allgäu hat wieder eröffnet. Nach der zunächst verschobenen Wiedereröffnung soll es jetzt aber klappen. Vom Unternehmen heißt es, es funktioniert alles, wir machen auf. Etwa 1.700 Gäste wurden gestern erwartet. Alle Einrichtungen der Anlage seien nochmal getestet und Häuser unter Volllast betrieben worden. Dabei habe es keine Probleme mehr gegeben. Eigentlich hatte die Anlage schon Anfang diesen Monats aufmachen sollen, da war es aber teilweise zu Totalausfällen bei Heizung, Strom und Wasser gekommen. Weil die Ursache nicht gefunden wurde, wurden alle Leitungen neu verlegt. Morgen geht der Prozess um den Türkheimer Steuerskandal weiter. Letzte Woche war noch kein Urteil gefallen. Angeklagt ist ein ehemaliger Verwaltungsbeamter. Er soll zu wenig Gewerbesteuerbescheide verschickt haben. Dadurch soll den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Bei der letzten Verhandlung musste nach ungefähr 7 Stunden abgebrochen werden, da der Beamte aus gesundheitlichen Gründen dem Prozess nicht mehr folgen konnte. Eventuell wieder Betrieb. Die Gründenlifte könnten bald wieder laufen, es sei ein Investor gefunden worden. Den Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um einen Oberallgäuer Unternehmer, der bereits im Bergbahngeschäft tätig ist. Namen wurden aber noch nicht genannt. Am Telefon bestätigte uns der erste Bürgermeister von Rettenberg, Oliver Kunz, dass es einen Investor gebe. Allerdings dementierte er die Gerüchte, dass die Lifte diesen Winter wieder laufen würden. In den nächsten Tagen oder Wochen solle alles notariell besiegelt werden. Vor einem Jahr hatte das Amtsgericht Kempten ein Insolvenzverfahren gegen die Gründenlift Betriebs GmbH angeordnet. Auch die Staatsanwaltschaft hatte sich eingeschaltet. Und das waren die Kurznachrichten für heute. Jetzt gibt es noch den Wetterbericht. Heute erwartet uns eine sternenklare Nacht in allen Teilen des Allgäus. Aber es wird kalt. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +2 Grad. Morgen Vormittag wird der Himmel in fast allen Regionen bedeckt sein und die Sonne schafft es nur selten durch die Wolkendecke. Im Raum Bodensee wird es am schönsten, im Oberallgäu liegen die Höchsttemperaturen bei 13 Grad. Am kältesten wird es mit 7 Grad im Unter- und Ostallgäu. Das Wetter ändert sich im Laufe des Tages so gut wie gar nicht. Der Himmel bleibt weiterhin bedeckt und die Sonne scheint nur selten. Auch am Bodensee zieht es am Nachmittag etwas zu. Die Temperaturen steigen im ganzen Allgäu um 1 bis 2 Grad an. In den Bergen wird es morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am Gründen wird es mit Temperaturen von bis zu 12 Grad am wärmsten. Am Nebelhorn und Hochgrat können die Werte in den Minusbereich fallen. In den kommenden Tagen schaut es weniger freundlich aus. Am Donnerstag und Freitag erwarten uns typische Herbsttage mit wenig Sonne und einem grauen Himmel. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Am Samstag zeigt sich die Sonne etwas öfter, die Wolken bleiben jedoch nicht aus. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad.
Für ein wirklich stabiles Familienverhältnis ist eine gute Vater-Kind-Beziehung genauso wichtig wie eine gute Mutter-Kind-Beziehung. Doch wenn der Vater im Gefängnis sitzt, ist das gar nicht so einfach. Damit es aber doch die Möglichkeit gibt, dass sich Vater und Kind sehen können, gibt es das Angebot La Vista von den Johannitern. Das Projekt wurde nun ausgezeichnet. Es erhielt den 3. Preis der Aktion Penny Förderkorb. Ein Anlass für uns, das Ganze einmal vorzustellen. Meine Kollegin hat deshalb mit Robert Gast von den Johannitern im Nachgefragt-Studio gesprochen. Verschiedene Studien berichten darüber, wie wichtig Väter für die Entwicklung ihrer Kinder sind. Die American Academy of Pediatrics zum Beispiel sagt, dass Väter anders mit Kindern umgehen als Mütter und das wirke sich vorteilhaft auf die sprachliche Entwicklung aus. Gleichzeitig berichtet aber das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft, dass sich die Zahl der Kinder, die mit nur einem Elternteil aufwachsen, in den letzten 3 Jahrzehnten verdreifacht hat. Heute sind das rund 20%. Ein Grund könnte beispielsweise sein, dass der Vater im Gefängnis sitzt. Damit aber trotzdem eine Beziehung zum Kind aufgebaut werden kann, gibt es ein Programm von den Johannitern, La Vista. Bei mir ist Herr Gast von den Johannitern. Können Sie mir erst mal kurz erzählen, was genau ist La Vista? Wie läuft das ab? La Vista ist ein Projekt, das wir 2014 ins Leben gerufen haben, zusammen mit der JVA in Kempten, bei dem eben die Möglichkeit besteht, dass die Familien, in dem Fall einfach die Kinder, wieder Zeit mit ihren Vätern verbringen können. Und das einfach in einem abgeschirmten Bereich in der JVA in Kempten, wobei sie unterstützt werden durch Sozialpädagogen von uns und unterstützt die Seelsorge im Gefängnis. Wie oft findet sowas dann statt? Die Gruppenstunden finden 14-tägig statt und sind dann immer, haben so eine Dauer von ca. 2 Stunden. Jetzt ist es ja in einer JVA. Wie ist denn das sicherheitstechnisch? Sicherheitstechnisch natürlich, weil es eine JVA ist, sehr interessant und sehr spannend. Es müssen natürlich, gerade weil da auch gebastelt wird, die ganzen Materialien werden überprüft. Es gibt einen großen Regelkatalog, an den wir uns halten müssen, was darf mit rein, was darf nicht mit rein. Genauso wie es so ist, dass die Kinder natürlich dann, wenn sie zu ihren Vätern kommen, natürlich draußen auch durch den Sicherheitscheck müssen. Die müssen durch einen Metalldetektor etc., so wie man das unter Umständen vom Flughafen her kennt. Und genau das läuft da auch ab und erst dann dürfen sie natürlich in die JVA rein. Okay, darf denn da dann jeder Vater mitmachen, auch unabhängig davon, warum er vielleicht auch im Gefängnis sitzt? Wir haben den Vorteil in Kempten, dass in der JVA in Kempten jetzt keine, ich nenne es mal so schweren Straftaten oder beziehungsweise Verurteilte von ganz schweren Straftaten sind. Von dem her sind wir da irgendwo in einem halbwegs vernünftigen Bereich, wo wir das Ganze dann eben auch durchführen können. Und deswegen alle Väter, die in der JVA sind, können, wenn sie es wünschen, denn dort teilnehmen. Okay, gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl? Die Teilnehmerzahl ist aktuell begrenzt auf ca. 12 Kinder und 6 Väter. Einfach, dass die Gruppe nicht zu groß wird. Okay, gibt es denn jetzt auch sowas für Frauen, die im Gefängnis sitzen? Jetzt in anderen Gefängnissen im Allgäu, in Kempten ist es ja eine reine Männerjustizvollzugsanstalt. Also in Kempten, wie Sie schon gesagt haben, ist es eine Männerjustizvollzugsanstalt. Es gibt Projekte bayernweit, bei denen es dann auch für die Mütter natürlich auch dieses Angebot gibt. Und bei uns liegt halt das Augenmerk eben auf die Väter oder also auf den Vätern. Entschuldigung, also im Allgäu nicht? Im Allgäu nicht, nein. Okay. Wie wichtig ist denn diese Erfahrung dann auch für die Kinder? Für die Kinder ist es immens wichtig. Für die Kinder ist es ein total tolles Projekt, mal wieder Zeit mit dem Papa zu verbringen. Ganz wichtig für die Kinder ist auch, dass dieses Tabuthema eben aufgenommen wird und auch kindgerecht bearbeitet wird, damit man eben weiß, was ist da. Viele verstecken sich da und sagen, Papa ist auf Montage, so hieß das Projekt von uns auch ursprünglich. Und deswegen ist das für die Kinder immens wichtig, diese Zeit mit dem Papa wieder zu verbringen, diese Familien zusammenzuführen. Und auch für die Väter ist es immens wichtig. Rein schon für die Resozialisierung, für danach etc. ist das einfach ein tolles Projekt. Genau, also nochmal, also es ist auch für die Väter auf jeden Fall ein großer Mehrwert. Für die Väter, aber auch für die Mütter, also für die ganze Familie. Wobei natürlich an erster Stelle jetzt erstmal das Kind steht. Einfach, dass diese verlorene Zeit, weil ab und oder bei den meisten ist das ein Tabuthema, das einfach nicht aufgegriffen wird, einfach um dieses Tabuthema einfach salonfähig zu machen, zumindest innerhalb der Familie, sodass die auch wirklich damit umgehen können und das Ganze eben kindgerecht. Okay. Merkt man das denn dann den Vätern auch
an, wenn die dann aus diesen Gruppen wieder rauskommen? Natürlich merkt man es auch den Vätern sofort an, weil sie natürlich ein neues Ziel, sie haben eine andere Perspektive, sie haben ein anderes Ziel, sie haben eine ganz andere Motivation, sich in der Zeit in der JVA einfach einzubringen. Und natürlich von den Erfahrungsberichten, die oder von Insassen, die danach dann draußen sind, wo die Familie deswegen nicht gelitten hat, wo die Familie danach intakt ist, sind natürlich sensationell, die Berichte, die wir da bekommen. Okay, also ist es denn auch dann so ein Ziel der Resozialisierung, dass das Projekt ins Leben gerufen wurde? In erster Linie stand bei uns erstmal das Kind und die Familie. Die Resozialisierung ist quasi ein Benefit, den wir daraus haben. Ja. Und von dem her ist das ein großes Ganzes, was da zusammenwirkt. Ja, wie kam man denn damals überhaupt so auf die Idee? Es ist so, dass es diese Projekte schon seit 25 Jahren in Bayern gibt, aber bis dato noch nicht im Allgäu. Und unser damaliger Regionalverstand, der Rüdiger Buß, hat das Ganze ins Leben gerufen, weil wir auf relativ viel Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit zurückgreifen können, in verschiedensten Einrichtungen. Wir betreuen da 400 Jugendliche. Und dieses Mosaikstein hat uns da noch gefehlt. Und deswegen hat man das Ganze damals installiert und dieses Projekt eben auf die Beine gestellt. Okay, super. Also ein Projekt, was Kindern und Vätern gleichermaßen gut tut. Ich bedanke mich für das Gespräch und gebe damit zurück ins Studio. Ganz vielen Dank, liebe Julia. Und damit zu einer ungewöhnlichen Aktion der Polizei in Memmingen. Dort hängt nämlich jetzt ein Schild, darauf zu sehen, ein Gespenst auf einem Fahrrad. Dabei handelt es sich nicht um einen verfrühten Halloween-Spaß, sondern das Ganze soll zeigen, Geisterradler gefährden. Die Polizei will Radfahrer, die die falsche Straßenseite benutzen, auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Denn im Jahr 2017 starben bei mehr als 2,6 Millionen Verkehrsunfällen in Deutschland rund 3.200 Menschen. 12% davon waren Radfahrer. Hauptursache für die Unfälle: Radfahren in die falsche Richtung. Demnach passierte jeder fünfte Unfall, weil der Fahrradfahrer als Geisterradler unterwegs war. Vorreiter der Aktion ist die Polizei Regensburg und im Übrigen ist es auch strafbar, die falsche Seite mit dem Rad zu benutzen. Gleich geht es bei uns mit dem Straßenverkehr weiter und auch mit Unfällen, diesmal allerdings mit Wildunfällen, genauer gesagt damit, wie diese verhindert werden sollen, und zwar mithilfe einer Handy-App. Mehr dazu gleich. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Glücksspirale Sonderauslosung am 10. November. 200 mal 10.000 Euro extra. Mit jedem CW-Fotobuch, was ich dir schenke, möchte ich dir sagen, dass ich unheimlich stolz bin, an deiner Seite zu sein. Und dass ich einfach will, dass es immer so bleibt. Marlene ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ein CW-Fotobuch ist für mich ein sehr starker Liebesbeweis. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Verschenken Sie einen Adventskalender von CW mit eigenem Foto. In Bufflings bei Oberstaufen ist die Allgäuer Parkettzentrale zu Hause. Und dort gibt es, na klar, eine große Auswahl an Bodenbelägen, insbesondere aus Holz. Massivholzparkett, PVC in Holzoptik, Bodendielen und alles für den Innenausbau. Egal was man sucht, hier findet man das Richtige. In der Parkettzentrale gibt es aber mehr als nur das. Hier gibt es neben vielen unterschiedlichen Türdesigns beispielsweise auch eine große Auswahl hochwertiger Teppiche.
Unsere Spezialität ist der persönliche Kundenkontakt mit entsprechender persönlicher Beratung und allem Service, der für Produkte im Bereich des Bodenbelags, der Raumausstattung, der Gardinen- und Polsterarbeiten eben dazugehört. Der erste Schritt ist meistens der Kundenkontakt bei uns im Haus und wir bieten dann an, dass wir dann beim Kunden zu Hause vorbeikommen, uns die Gegebenheiten anschauen, ein professionelles Aufmaß machen und dann die Service-Dienstleistungen organisieren, das Verlegen, die Montage. Oder eben auch das Verlegen der passenden Fliesen. Deren Auswahl ist fast ebenso groß wie die der Vorhangstoffe oder der Farben- und Pflegeprodukte fürs Heim. Nicht nur Privathaushalte zählen inzwischen zu den Kunden der Oberallgäuer, auch immer mehr Hotel- und Gastronomiebetriebe wissen Kompetenz und Service der Parkettzentrale in Oberstaufen zu schätzen. Wenn wir zurzeit morgens zur Arbeit fahren, ist es ja oft noch dunkel. Zudem kann Nebel die Sicht extrem einschränken. Das erhöht nicht nur die Gefahr für Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern, sondern auch die Gefahr für Unfälle mit Wild, das die Straße überquert. Was Sie jetzt beachten sollten und wie Ihr Handy Sie vor Wildunfällen bewahren kann, das zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag. Für Autofahrer ist nun die gefährlichste Zeit des Jahres angebrochen. Bevor Schnee und Glätte die Straßen unsicher machen, ist im Herbst und auch im Winter Hochsaison für Wildunfälle. Stefanie Kratz ist Pressesprecherin der Polizei Kempten. Es gibt Uhrzeiten, zu denen der Wildwechsel besonders stark ist. In den Morgenstunden so zwischen 5 und 8 Uhr und auch in den Abendstunden so zwischen 19 und 22 Uhr. Gerade wenn es halt zum Dämmern anfängt, dann ist die Gefahr am größten. Die Zeiten der Dämmerung überschneiden sich im Herbst mehr mit den verkehrsstarken Zeiten der Pendler, weshalb es häufiger zu Unfällen kommt. Im vergangenen Jahr gab es rund 4.300 Wildunfälle im Allgäu. Eine durchschnittliche Zahl, so Kratz. Aber wie lässt sich ein Unfall mit den Wildtieren vermeiden? Also einem Wildunfall vorbeugen kann man am besten, wenn man von Grund auf mal seine Geschwindigkeit den Straßen- und Witterungsverhältnissen anpasst. Und gerade bei Wald- oder auf Wald- und Wiesenwegen sollte man die Geschwindigkeit grundsätzlich reduzieren und einfach vorausschauend fahren. Wenn schon ein Reh die Fahrbahn überquert, sollte man auf jeden Fall mit weiteren Tieren rechnen und die Geschwindigkeit reduzieren. Da man meist nur wenige Augenblicke Zeit hat zu reagieren und die Sicht durch Nebel beeinträchtigt sein kann, lässt sich ein Unfall oft nicht mehr abwenden. Also wenn sich ein Unfall nicht mehr vermeiden lässt, dann sollte man weiter die Geschwindigkeit stark reduzieren, kontrolliert das Ganze aber, das Lenkrad festhalten und nicht ausweichen. Also das ist mit das Wichtigste, nicht ausweichen, weil einfach die Gefahr, dass man von der Fahrbahn abfliegt oder in den Gegenverkehr fährt, einfach zu groß ist. Wenn es tatsächlich zu einem Unfall gekommen ist, sollte man nach Möglichkeit die Unfallstelle absichern und die Fahrbahn räumen. Das gilt allerdings nicht für Autobahnen. Dort sollte man die Fahrbahn umgehend verlassen. In beiden Fällen muss sofort die Polizei verständigt werden, so die Pressesprecherin. Eine technische Neuerung kann Autofahrern aber helfen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ja, es gibt die Wuldi-App. Die Wuldi-App ist eine App, die das Innenministerium auch fördert. Und über diese App kann man eben sich Tipps holen, wie man sich bei einem Wildunfall verhält. Aber es ist auch eine Warn-App, also die sendet auch Warnmeldungen für erhöhten Wildwechsel. Also wenn man durch ein Gebiet fährt, wo erhöhter Wildwechsel festgestellt wird, dann sendet es zu den Zeiten, in denen das Wild auch dann tatsächlich quert, Warnmeldungen an die Autofahrer. Die Wuidi-App wird vor Fahrtbeginn auf dem Smartphone gestartet. Die Warnmeldungen werden dem Fahrer dann während der Fahrt vorgelesen. Die App ist kostenlos und wird von Jägern und App-Nutzern mit Inhalten gefüllt. Also zur Vermeidung von solchen Unfällen kann ich auf jeden Fall diese App empfehlen. Wenn man sich die runterlädt, dann können mit Sicherheit Unfälle vermieden werden. Die Wuidi-App ist also ein Herbsttipp für alle Autofahrer. Letztendlich ist aber die Geschwindigkeit ausschlaggebend und die hat jeder Fahrer selbst in der Hand.
Und wer die App nicht nutzen möchte, der kann auch einfach auf die blauen Reflektoren an den Straßenpfeilern achten. Sie weisen ebenfalls darauf hin, dass an dieser Stelle viel Wild unterwegs ist. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Morgen geht es hier bei uns unter anderem natürlich um eins, Halloween. Und dazu haben wir einen Nachtwächter aus Memmingen getroffen, der uns ein bisschen erzählt, was er alles erlebt in seinen Schichten. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Abend.